Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,6%. Und für das kommende Jahr soll die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum nur noch um 1,3% zulegen. Wenn auch die Situation in Deutschland derzeit noch leicht besser gesehen wird als im übrigen EU-Raum, so gilt es doch, sich auf diese Entwicklungen einzustellen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräte, haben wir mit dem Ihnen heute vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2012 versucht. Dabei sind wir gemeinsam mit Ihnen neue Wege gegangen. Die Aufgabenvielfalt der Kommunen wächst zunehmend und die Ansprüche der Bürgerinnen hinsichtlich der Qualität der kommunalen Leistungen steigen. Sie steigen zumindest in den Fällen, wo die eigenen Lebensumstände signifikant berührt sind. Diese Entwicklung fordert meines Erachtens, dass wir bei der bekannten Beschränkung unserer kreiseigenen Ressourcen erstens unseren Ressourceneinsatz an strategischen Zielen ausrichten, die wir erreichen wollen, zweitens unsere Ziele priorisieren, auch hinsichtlich der Frage der Zielerreichung auf der Zeitachse, drittens die Wirkungen unseres Ressourceneinsatzes messen und bewerten und viertens unsere Zielfindungs- und Priorisierungsprozess immer wieder neu hinterfragen, neu ausrichten und justieren. Deshalb haben wir ab dem Haushaltsjahr 2012 das Instrument der strategischen Steuerung als kommunales Führungsinstrument bei Haushaltsplanung, Ausstellung und Vollzug in den Mittelpunkt unserer Überlegungen gestellt. Und es geht nicht darum, alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen, sondern vielmehr darum, knappen Mittel zielgerichtet für wichtige Zukunftsinvestitionen einzusetzen und mit einem Monitoring anhand von Kennzahlen zu überprüfen, ob die gesteckten Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Hierzu mussten zuerst die Themenkomplexe und Handlungsfelder identifiziert werden, die für die weitere Entwicklung des Kreises und dessen Handlungs- und Leistungsfähigkeit bedeutsam sind. Mit anderen Worten, welche Themen sind für den Kreis von besonderer Bedeutung? Und welche klaren Zielvorstellungen haben wir hierzu? Dies erfordert eine enge Abstimmung und Integration des Handelns der Verwaltung mit der politischen Ebene als mit Ihnen, den Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräten. Bereits im Mai diesen Jahres haben sich die Dezernenten und Amtsleiter gemeinsam mit mir Gedanken darüber gemacht, welche Themenkomplexe sich der Rhein-Neckar-Kreis in den kommenden Jahren am stärksten widmen und auf welchen Handlungsfeldern er hierbei agieren sollte. Wir haben die dabei gewählte Vorgehensweise mit Ihnen abgestimmt und unsere Überlegungen in die Beratungen über die strategischen Ziele 2012 in die Ausschüsse und den Kreistag eingebracht. Die hierzu von Ihnen gegebenen Anregungen und vorgebrachten Änderungswünsche konnten wir weitestgehend aufnehmen. Am 26. Juli 2011 habe ich die strategische Zielsetzung bestehend aus Leitsätzen, Themenkomplexen sowie dazugehörigen Handlungsfeldern, unter deren besondere Berücksichtigung die Verwaltung jetzt den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr aufgestellt hat, in den Kreistag eingebracht. Diese gleichberechtigten strategischen Ziele sind eine nachhaltige Finanzwirtschaft, das Bekenntnis zu einer ausgewogenen Sozial- und Jugendschutzpolitik, die Zukunftssicherung unserer kreiseigenen Bildungseinrichtungen, die Erbringung wesentlicher Beiträge zum Klimaschutz und der Aufbau einer schlagkräftigen, abgestimmten Wirtschaftsförderung. Eins vorweg. In dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2012 finden sich alle diese Ziele wieder. Gern möchte ich Ihnen dies an einigen wesentlichen Punkten erläutern. Besonders wichtig ist mir, genauso wie Ihnen, und das ist ja gerade eben wieder deutlich geworden, eine effiziente und nachhaltige Haushaltswirtschaft, um die finanziellen Handlungsfähigkeit des Kreises, aber auch der kreisangehörigen Gemeinden zu erhalten. Damit schaffen wir überhaupt erst die Grundlage für die Umsetzung der gesteckten Ziele. Dieses strategische Ziel trägt dem Grundgedanken der Generationengerechtigkeit Rechnung. Hierzu gehört zunächst, dass das in der von Ihnen eben gerade in der Eröffnungsbilanz festgestellte Basiskapital den nachfolgenden Generationen erhalten bleibt. Dies wird dadurch sichergestellt, dass die Ergebnishaushalte grundsätzlich auszugleichen sind, beziehungsweise nur die erwirtschafteten Überschüsse des Ergebnishaushalts wieder eingesetzt werden dürfen, um
Haushaltsausgleich herbeizuführen. Damit ist gewährleistet, dass das, was von einer Generation an Ressourcen verbraucht wird, von dieser auch wieder erwirtschaftet wird. So sieht der Haushaltsplanentwurf 2012 ein ordentliches Ergebnis von rund einer 500.000 Euro vor und wird damit diesem Ziel gerecht. Dabei haben wir aber nicht nur die Bedürfnisse des Kreises im Auge gehabt, sondern wir haben, genauso wie es in dem zugrunde liegenden Leitsatz definiert ist, mit einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 Punkte auf 31,0 Punkte auch die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kreisgemeinden berücksichtigt. Im Jahr 2011 lagen wir mit unserem Hebesatz an 27. Stelle der 35 Landkreise in Baden-Württemberg. Auch wenn der eine oder andere Landkreis in 2012 eine stärkere Senkung des Hebesatzes vornehmen sollte, ist zu beachten, dass 2011 die landesweite Steigerung des Hebesatzes bei 2,84 Prozentpunkten lag, der Rhein-Neckar-Kreis seinen Umlagesatz aber nur um 0,5 Prozentpunkte erhöht hat. Durch die Absenkung des Hebesatzes erhöht sich das Aufkommen aus der Kreisumlage trotz der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinden nur um 0,4 Millionen Euro auf 189 Millionen. Das wird aber auch im Planjahr nicht ausreichen, um den Netto-Ressourcenverbrauch für Sozialleistungen, der bei knapp 196 Millionen Euro liegen wird, abzudecken. Beim Finanzausgleich im engeren Sinne, zu dem auch die Kreisumlage gezählt wird, ist gegenüber dem laufenden Jahr mit einer Verbesserung um insgesamt rund 10,4 Millionen Euro zu rechnen. Hierzu tragen im Wesentlichen um 6,6 Millionen höhere Schlüsselzuweisungen sowie um 3,4 Millionen Euro geringere Aufwendungen und Umlagen bei. Der Finanzierungsmittelbestand, also die Liquidität des Kreises, wird sich im Haushaltsjahr 2012 um 18,5 Millionen Euro auf dann 15,4 Millionen Euro verringern. Dabei wollen wir die Verschuldung von Kernverwaltung und Eigenbetrieb, Bau und Vermögen gegenüber der Planung für 2011 um 7 Millionen Euro auf 115,5 Millionen Euro zurückführen. Mit der weiteren Reduzierung bzw. Begrenzung der Verschuldung auf 100 Millionen Euro bis zum Ende des Finanzierungszeitraums können wir gemeinsam einen weiteren Meilenstein setzen. Ein anderer Themenkomplex, gleichzeitig Mittelpunkt des sozialen Handelns im Rhein-Neckar-Kreis, sind die Bereiche Jugend und Soziales. Von uns, also von der Verwaltung selbst, aber auch vom Kommunalverband für Jugend und Soziales, werden seit Jahren wesentliche Kennzahlen in der Sozial- und Jugendhilfe erhoben. Insbesondere in der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII geben die Vergleichszahlen mit anderen Stadt- und Landkreisen wichtige Erkenntnisse. Der jährliche Vergleich ermöglicht nicht nur eine Standortbestimmung, daraus lassen sich auch zeitliche Entwicklungstrends ablesen. Auf dieser Datenbasis hat die Verwaltung Handlungsstrategien und Zielvorstellungen definiert. Der Großteil dieser Zielvorstellungen ist im Rahmen der Kreispflegeplanung und der Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung mit der Leistungserbringerseite kommuniziert. Darüber hinaus hat die Verwaltung seit Jahren die zuständigen Kreisgremien über die Erhebungen des Landesjugendamtes bzw. der überörtlichen Sozialhilfeträger über die Ausgaben pro Einwohner bzw. pro Leistungsempfänger informiert. In diesen Fachberichten sind die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Fallzahl und Ausgaben transparent gemacht, die vorgeschlagenen Steuerungsoptionen und die Wirkungen der jeweiligen Handlungskonzepte sind so gesehen, das Produkt aus der Bewertung der Vergleichszahlen mit anderen Stadt- und Landkreisen. Die Nettoaufwendungen ohne Personal der Sozial- und Jugendhilfe im Haushaltsentwurf 2012 betragen 162,2 Millionen Euro und liegen damit unter den geplanten Nettoaufwendungen des Jahres 2011. Das Einnahmen- und Ausgabevolumen berücksichtigt auch eine positive Entwicklung des Haushaltsvollzugs 2011. In der Jugendhilfe verfestigt sich die Erwartung, dass die Ansätze 2011 eingehalten werden können. In der Sozialhilfe rechnen wir gegenüber den Annahmen bei der Aufstellung des Kreishaushaltes sogar mit Minderausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2011 und damit auf eine Haushaltsverbesserung. Im
Positive Entwicklung im Sozialhilfeetat lässt sich im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückführen. Die entscheidende Entlastung resultiert aus dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen. Nach diesem Gesetzentwurf erhöht der Bund seine Beteiligung an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von bisher 16% auf nunmehr 45%, im Jahre 2013 auf 75%, ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund die Ausgaben vollständig. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass es gegenüber dem bislang geltenden Finanzplan sowohl im nächsten als auch in den Folgejahren 2013-2014 keine signifikanten Zuwächse bei den Nettoaufwendungen der Sozialhilfe geben wird. Ob wir darüber hinaus von einer Dauerentlastung ausgehen können, ist allerdings